Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Heute begrüße ich einen Gast hier, Florian Homm. Herzlich willkommen. Sie haben eine so spannende Lebensgeschichte, dass man sich gar nicht sicher sein kann, wo man überhaupt anfangen soll, weil ich will einfach mal so ein paar Highlights setzen, damit es gibt ja Menschen, die Sie nicht kennen. Alle, die an der Börse was zu tun hatten, kennen Sie wahrscheinlich, weil Sie haben natürlich eine große Öffentlichkeit bekommen, nachdem Sie in Amerika aufgehört haben mit dem Börsengeschäft und sich dann, dann sind Sie geflüchtet. Dann hat man in Amerika Sie über 225 Jahre verknacken wollen und dem sind Sie entflohen. Ja, ich muss kurz, wenn ich mir die Freiheit nehmen darf, freundschaftlichst unterbrechen. Es ist tatsächlich so, dass ich mich zwischen 2007 und 2013 in zwei Gerichten, einmal in New York und in Washington, gegen etliche Vorwürfe gewehrt habe, ganz offiziell. Und dass ich sogar in der Schweiz, in Genf und Lausanne, 4 Jahre mit der Staatsanwaltschaft dort kooperiert habe. Und das Flüchtlinge verteidigen sich ja nicht vor Gericht, sondern sie flüchten. Ja. Und so gesehen war ich doch sehr, 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 sehr greifbar und war auch in Paris gemeldet, habe an der UNESCO gearbeitet und in der Botschaft geschlafen, gewohnt. Also ganz so schwierig war es nicht. Ja. Ja, was wurde Ihnen denn vorgeworfen, damit die Zuschauer das auch mal verstehen? Also Sie haben einen Fonds gehabt. Ja, wir hatten eine Fondsgruppe, ganz kurzer Background. Ich bin seit ungefähr meinem 17. Lebensjahr Finanzunternehmer. Ja. Das sind jetzt bald 40 Jahre. Und mir wurde vorgeworfen, das ist jetzt ungefähr 10 Jahre alt, konspirativer Betrug und Kursmanipulation. Das sind die zwei Kerntatsachen, aber man hat es noch nicht fertiggebracht, nach einem knappen Jahrzehnt eine Anklage zu erheben. Aber wie ich sagte, ich bin perfekt medial verurteilt. In zwei Instanzen haben wir bereits gewonnen, das wird auch nicht erwähnt, das gehört dazu. Ja. Ein Unschuldiger ist wenig spektakulär. Und Sie haben erstmal, wenn wir von vorne anfangen, also in Harvard studiert, also Sie haben richtig fundamentale Ausbildung, dann bei Merrill Lynch gearbeitet, Julius Baer, das sind natürlich alles Finanzhäuser, die einen riesigen Namen hatten. Und dann haben Sie sich selbstständig gemacht. Dazu gehört ja auch Mut. Warum haben Sie das gemacht? Also man darf nicht so vermessen sein und sich immer so wichtig nehmen. Irgendwo sind wir in unserem Alter ja auch die Kinder. Ich sagte mal von Ronald Reagan und Margaret Thatcher, des wild und gierigen Finanzkapitalismus, in Epochen, in denen die Jugendlichen nicht Astrophysik studiert mehr haben, sondern gewisse Finanzratios ermittelt. Also das war also die Aufbruchstimmung. Viel Geld ist besser als viel Ruhm und Wissen. Ja. Da in dem Umfeld bin ich groß geworden. Mein Großvater de facto eigentlich ist Josef Neckermann gewesen. Man hat also auch in der Kaufmannsfamilie einen gewissen Background erlebt, was Ehrgeiz betrifft. Also ich war definitiv massiv ehrgeizig. Nach Amerika bin ich gekommen, weil ich für die Junior-Nationalmannschaft Basketball gespielt hatte. Ich hatte auch ein 1er Zeugnis, okay, aber das haben leider alle, die sich in Harvard bewerben. Ja, und ich konnte halt noch mit Basketball gut dribbeln. Ja. Da hat man auf amerikanischen Universitäten dann sofort einen Vorteil, nicht? Wenn man also ein gutes Zeugnis hat und sportlich ist. Ja, genau. Also es hätte auch Briefschachmeister sein können. Aber irgendwas. Ja. Noten allein ist ja gut, aber letztlich ist das nicht so entscheidend. Ja. Aber dann haben Sie ja auch irgendwann mal entdeckt, dass man gut Geld verdienen kann an der Börse. Also meine erste Firma habe ich mit 18 gegründet. Das war eine Firma namens Intervest, ein größerer Investmentclub. Der war schon sehr profitabel. Da bin ich über einen Freund dran gekommen, der heute auch noch ein Star-Manager ist. Wir haben das zusammen gemacht und diese Unternehmung habe ich dann 82 verkauft und hatte damals schon sehr, sehr massiv spekuliert in Hunderttausenden Millionen an Börsenwerten, Rohstoffen, allem möglichen Kram. Ihre Firma soll 3 Milliarden wert gewesen sein auf dem Höhepunkt. Also wir hatten grob 4 Milliarden in der Verwaltung. Der Börsenwert in London, in Frankfurt lag ungefähr bei 1 Milliarde. Die Firma, die ich ungefähr 7, 8 Jahre davor gegründet hatte, die hatte einen Börsenwert
von ungefähr 550 Millionen Euro in der Spitze. Jetzt haben Sie natürlich immer Gläubiger gehabt, die an Ihren Erfolg geglaubt haben, den Sie ja auch dokumentieren konnten am Anfang, sonst kriegt man ja die Gläubiger. Nein, also wenn Sie das nicht richtig machen, dann findet Sie das Geld nicht. Bis zum Jahr 2007 war ich immerhin der international am höchsten prämierte deutsche Fondsmanager. Bester US-Spezialfondsmanager, mehrfach bester Europa-Manager, bester Deutschland-Manager, mehrfach dreimal bester Hedgefondsmanager über zwei Jahrzehnte. Also eigentlich über drei Jahrzehnte. Und dann letztlich werden mir drei Jahre vorgeworfen, in denen ich unlautere Sachen gemacht haben soll, wie dem auch sei. Ja. Also unter anderem wird Ihnen da vorgeworfen, dass Sie Firmen groß geschrieben haben, dass Sie über Firmen Dinge erzählt haben, die in dem Fall, in der Größenordnung gar nicht unbedingt gestimmt haben. Würden Sie das heute vielleicht in dem einen oder anderen Fall zugeben? Nein, definitiv nicht, weil die Prämisse ist ein bisschen prekär daneben. Also wenn Sie Milliardär werden als Hedgefondsmanager, dann setzt das ungefähr voraus, dass aufgrund der Gewinnbeteiligung, dass Ihre Kunden ca. 10 Milliarden verdienen müssen. Ja? Und mein Engagement in diesen sogenannten Microcap-Aktien, das sind eher kleinere Aktien, an denen habe ich ein Verlustgeschäft gemacht von 33 Millionen. Ich möchte jetzt gerne mal wissen, wo mein Vorteil war. Ja? Und wenn Ihre Kunden 10 Milliarden verdient haben über die Jahrzehnte, und mir wird ja nicht vorgeworfen, ich hätte mich mit 7 Millionen Dollar bereichert. Irgendwie stimmen die Relationen nicht. Es gab auch mal eine Zeit, wie gesagt, da haben sich alle über diesen Erfolg gefreut. Und das war ein Gemeinschaftserfolg. Klar, solange es bergauf geht, sind alle happy. Genau. Und dann kommt der Börsencrash und dann werden die alle fürchterlich sauer, wenn die nicht mehr das kriegen, was man ihnen versprochen hat. Das hat auch was mit Leistung zu tun. Wir hatten 2008 und 2009 ohne mein Werk, da bin ich bereits ausgeschieden, ganz formell ausgeschieden, hat die Gruppe eine derartige katastrophale Zahlen hingelegt und schlechte Resultate. Aber es ist natürlich leichter, auf jemanden zu zeigen, dann ist ja der Misserfolg, der hat ja nur einen Vater. Ja, ja klar. Ist da auch sehr bequem. Ja. Und das haben Sie natürlich auch gemacht, Sie standen in der Öffentlichkeit. Sie haben mit Ihrem Gesicht, mit Ihrem Namen für diesen Aufschwung gestanden. Und dann kommt natürlich der Hammer, wenn es dann in die andere Richtung geht. Dann ist das Gesicht natürlich auch dafür verantwortlich. Ja, man muss auch einstecken können. Es ist ja nicht so, dass ich als Investmentbanker oder Raider, dass ich einen Ruf hatte, besonders zimperlich zu sein. Und wenn man austeilt, ja, das kann auch mal zurückkommen. Ja. Wo glauben Sie, dass Sie am meisten ausgeteilt haben? Ja gut, ein Teil unseres Geschäfts oder meines Geschäftsmodells war tatsächlich, in Schwachunternehmen zu finden, die dramatisch überbewertet waren, wie zum Beispiel eine Bremer Vulkan oder die WCM, eine Immobiliengesellschaft. Oder auch die MLP, die stand mal bei 200 Euro, dann stand sie irgendwann mal bei 6. Und da haben Sie gegen die Firma gewettet? Ja, wir haben darauf gewettet, dass die Realität den Kurs eines Tages einholen wird und dass die Gewinne doch nicht so hoch sind, wie sie vielleicht avisiert sind und dass da einiges in den Läden stinkt, was noch nicht insgesamt bekannt ist. Ein großer Journalist hat das mal als aktive Sterbehilfe beschrieben. Das ist vielleicht ein bisschen zu dramatisch. Aber selbstverständlich, desto schneller so eine Position aufgeht, desto höher ist der annualisierte Gewinn. Und natürlich die Angestellten oder die Arbeiter, die haben das natürlich als Aggression gegen die Firma empfunden. Das ist sicherlich richtig. Und ich bin jetzt nicht auf alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, stolz. Aber nehmen wir Bremer Vulkan, das war der größte Subventionsbetrug der deutschen Nachkriegsgeschichte, über eine Milliarde. Und da wurde Geld eingesetzt, damit man in Nussschalen aus Stahl baut, im Norden Deutschlands einen Motor dran hängt. Das können die Koreaner um einiges günstiger. Also das war jetzt keine zukunftsführende Wirtschaftspolitik. Also es war ein Debakel, der halbe Senat hing da auch noch drin in diesem Skandal. Also das war eine gute Flurbereinigung. Und in Amerika, was wird Ihnen da vorgeworfen? Ja, das ist ja immer diese alte Kamele. Konspirativer Betrug und Manipulation, Kursmanipulation.
Wie haben Sie diese, wie wird Ihnen vorgeworfen, dass Sie die Kurse manipuliert haben? Also wir hätten, wir haben in gewissen Werten angeblich investiert und dann wären die Kurse gestiegen und das würde, führt dazu, dass man höhere Gebühren verdient. Das ist also das Kernthema. Mhm. Und darum gibt es noch einen riesen Song and Dance und dieser Song and Dance führt dazu, dass man mittlerweile mich 260 Jahre verklagen will. Das ist ja schon eine stolze Zahl, ja. 260 Jahre in einem amerikanischen Knast, das ist, glaube ich, die Höchststrafe, ne? Es gibt auch Menschen in Amerika, die wurden für 850 Jahre verurteilt. Das ist auch bemerkenswert. Aber wie gesagt, ich arbeite sehr stark daran, dass ich nach meinem Tod in den Himmel komme, dass ich diese 285 Jahre oder 300 Jahre nicht auskoste. Ja. Also im Moment, nehme ich mal an, würden Sie nicht nach Amerika gehen wollen? Nein, obwohl mein Anwalt, mein Kernanwalt seit Jahren sagte, Florian, dein Fall ist so eindeutig klar. Die haben jetzt ein Jahrzehnt gebraucht und haben nicht mal eine Anklage erheben können bisher. Die einzige Anklage, die in der Schweiz erhoben wurde, wurde vom Gericht zurückgewiesen. Das ist nicht ein Gütezeugnis für die staatsanwaltlichen Ermittlungen. Zwei Verfahren haben wir gewonnen. Also wenn einer davon liegt, sind wir es. Aber es wird halt medial nicht so wahrgenommen. Ja. Wenn Sie sagen, Sie haben 2007 sind Sie ausgestiegen aus Ihrer Firma, mhm, dann waren Sie ja plötzlich weg. So sage ich jetzt mal, Sie waren weg. Sind Sie geflohen? Sind Sie, also was war das dann, also, als Sie gegangen sind? Das, sicherlich ist das von einigen Leuten so wahrgenommen worden, weil ich schon einige Jahrzehnte medial präsent war, sehr präsent war, auch im neuen Markt und bei verschiedenen Leerverkäufen, ist klar. Mhm. Und wenn man dann von einem Tag auf den anderen nur noch für wenige Leute erreichbar ist, dann kann das als Flucht aufgenommen werden. Nur, dann ist man nicht offiziell gemeldet in Paris, man ist nicht jedes Quartal bei seiner Mutter, man verteidigt sich nicht in mindestens 3 Prozessen, ja, mhm. Also wie gesagt, nur deswegen, weil man sich etwas zurückzieht. In dieser Phase war ich auch etwas verloren. Ja? Und das ist eine ganz andere Komponente. Ich hatte ein Attentat überlebt in Caracas im Jahr 2006. Ja, das müssen wir auch gleich nochmal besprechen. Warum hat Sie da jemand angegriffen? Wurde auf Sie geschossen? Ja, es wurde aus 30, 40 Zentimeter auf mich geschossen in einem eigentlich gesicherten Auto. Mit Bodyguard. Wo hat man Sie getroffen? Also das ist eine ganz verrückte Situation. Also ich saß hier, mein Bodyguard saß da und dann wurde ins Fenster geschossen. Das Fenster ist kaputt gegangen, das sollte eigentlich ein schussfestes Fenster sein. Der lehnte sich zurück, wie es geknallt hat. Ich nach vorne, dann kamen, ich schaute so, was ist denn da los im Fenster los? In dem Augenblick hat sich das Jackett hier rüber bis hierhin verrutscht. Die haben gedacht, mein Herz ist hier. Ja. Schießen hier drauf, mir haut es einen Teil der Lunge weg, mir haut es die gesamte Milz weg, ich blute wie ein Schwein. Die Kugel landet im 12. Rückenwirbel, da ist sie heute noch, eine 38er Stahlkugel, damit schießen sie einen Elefanten um und überlebe dieses Attentat. Die Leute, die das gemacht haben, saßen auf zwei Polizeimotorrädern. Wegen der Kugel, und dann wird also, mein Bodyguard kriegt noch eine Kugel ins Knie. Ich versuche dem Typ die Knarre wegzureißen. Ja. So nah war er dran. Es war brutal, weil er wollte noch einen auf den Kopf geben, also noch einen Kopf knallen. Das ging aber nicht. Und irgendwann hat er auch ein bisschen Angst bekommen, ist dann mit seinem Kumpan losgefahren. Dem Fahrer der Limousine, dem ist gar nichts passiert. Also wie gesagt, das war ganz... Wer glauben Sie, war das? Das war ja das Problem. Ich hatte damals noch ein paar... Wir hatten einige offene Rechnungen, auch mit großen Industriellen. In einem Fall ging es um 150 Millionen Euro bei einer Beteiligung, die wir erworben hatten im süddeutschen Raum. Also ich hatte mir in meinem Leben auch nicht nur Freunde gemacht, auch mit Gazprom gab es etwas Knatsch, weil ich gesagt habe, ihr müsst eure Aktiengattungen vereinfachen. Ja? Also eine Aktiengattung machen und man sollte dem FSB und dem KGB und Herrn Putin nicht unbedingt sagen, was er zu machen hat mit Gazprom. Also wie gesagt, die Liste meiner Feinde war relativ lang. Sie haben den Leuten auch immer gesagt, mach das. Ne? Also ja, weil wir so positioniert waren, dass wenn sie es so machen, wir richtig viel Geld verdienen würden. Ja, ja, klar. Aber es hängt natürlich auch mit der großen Verantwortung zusammen, wenn man sagt, mach das. Haben Sie den Leuten dann auch immer gesagt,
dieses Risiko besteht und das Risiko besteht? Oder haben Sie eigentlich nur gesagt, wenn ihr das macht, gewinnt ihr? Ja, also der mit 1 war relativ klar, das ist auch testiert und es ist recht leicht nachvollziehbar durch öffentliche Berichte. In der Regel haben dadurch die Leute, die beteiligt waren, also die Aktionäre, haben dadurch überproportional Gewinne gemacht. Also wenn wir so eine konstruktive, aktivistische Aktion gemacht haben, wenn wir einen großen Leerverkauf organisiert haben oder analysiert haben und dann angefangen haben, den durchzuziehen, Leute darauf aufmerksam zu machen, dann war es zumindest so, dass die Leute, die gesagt haben, der ist nicht doof, der macht seine Hausaufgaben richtig, ich verkaufe lieber meine Aktien, Widmen und Waisen, das war gut. Aber die dann festgehalten haben an diesen Visionen, die haben in den meisten Fällen einen Totalverlust erlitten. Und glauben Sie, dass einer von denen Sie da in Südamerika aufs Korn nehmen wollte? Es gab die verrücktesten Sachen. Bei Bremer Vulkan hat ein Bremer Vulkan Aktionärsclub 100.000 D-Mark ausgesetzt auf die Person, die bei Bremer Vulkan eine Missstimmung verursacht. Also damit waren Sie gemeint. Und dann habe ich den angerufen und gesagt, mein Name ist Florian Homm, ich bin der Missstimmige, ich würde jetzt gerne meine Belohnung abholen. Ja. Die habe ich aber dann nicht bekommen, das fand ich nicht fair. Ja. Ich habe mich ja selber abgeliefert. Aber dass aus solchen Aktionen eine gewisse, und dann ist vielleicht auch dieser Club pleite gegangen, dass aus solchen Missstimmungen vielleicht auch ein gewisses Drohungspotenzial entstehen kann, oder wenn es einen Disput gibt mit einem, sagen wir mal, mit einem sagen wir mal, illustren Oligarchen, für 150 Millionen Euro ist mein Leben 150 Millionen Euro wert. Vor allen Dingen dadurch kommt das Geld ja nicht zurück. Das ist ja noch eine zusätzliche Ausgabe, ist richtig. Aber vielleicht manchmal wollen die Leute ihre Aggression loswerden. Ja. Und dann sind Sie von Südamerika, Sie haben ja auch in Liberia auch viel zu tun gehabt. Liberia hat ja eigentlich auch, ich sage jetzt mal, nicht den besten Ruf, um es mal freundlich auszudrücken. Nicht? Sie haben sich da natürlich auch in Afrika in einem Land bewegt, wo man auch das Gefühl hat, dass da jeden Moment einer kommt und einen erschießt. Also da haben Sie mich, glaube ich, zugeworfen mit Küssen. Liberia ist ja auch heute noch eines der 10 ärmsten Länder der Welt. Und 2003 wurde ich dort Botschafter für das Telekommunikationsministerium und für das Kulturministerium. Und habe dort eine Schule gebaut in einer Phase, in der die Arbeitslosigkeit bei 60% war. Die Durchschnittseinnahmen monatlichen einer Familie bei $40. Also das ist Aber die hatten einen harten Diktator da, ne? Nein, die hatten eine Serie von ganz schlechten Diktatoren und hatten in 20 Jahren Bürgerkrieg ja fast 20% ihrer Bevölkerung verloren. Das war einmal das schnellst wachsende Land der Welt auf dem Niveau von China. Das war wirklich ein prosperierendes Land 1980. Die Idee von Liberia ist ja eigentlich die gewesen, dass da die Sklaven aus Amerika wieder zurückkommen konnten nach Afrika und da also dann eine Heimat in Afrika hätten finden sollen. Ne? Das ist vollkommen richtig. Das hat auch was viel auch noch in die Monroe-Doktrine hinein. Aber die Realität war etwas anders. Diese amerikanischen Freedmen, also die freien Amerikaner, die dort nach Afrika zurückgekehrt sind, die haben de facto eine Art Sklavenhandel weitergeführt, bis 1936. Und auch bis 1980 gab es ein Gesetz, dass jeder von Amerika abstammende Schwarze von einem reinen, sagen wir mal, lokalen Liberianer als Sir angesprochen werden sollte und musste, sondern unter der Drohung von einer Gefängnisstrafe. Also das heißt, diese Freed Slaves eine Geschlechtergewohnheiten übernommen und einer der größten Sklavenhändler Westafrikas war ein ehemaliger Sklave aus Amerika, Frederick Douglass. Und dann kommen Sie als einer der 300 reichsten Deutschen nach Liberia und fangen an, dort soziale Projekte zu machen. Geht das dann so einfach oder sagt dann so ein Diktator nicht auch, wir müssen noch mal über ganz andere Geschäfte reden? Das ist gut. Also wenn man so tief sinkt, dass man in einem Land, was derartig leidet, noch irgendeinen Euro von diesen Leuten abzocken will, ob das jetzt die Naturschätze dieses Landes sind, die erheblich sind, ja. Ja, die Fischereibestände und so weiter, das ist das Niedrigste, was man machen kann. Das geht selbst für einen damals, Herr Sixt, von der Sixt AG natürlich mal den Antichristen. Das ging ja nicht mal für den Antichristen. Und die Ministerien hatten damals keine Computer. Wir haben erst mal 60, 80 Computer organisiert für die beiden Ministerien, dass die überhaupt
arbeiten konnten. Dann, ja, ich sage auch nicht, dass Sie das gemacht haben. Ich frage Sie nur, wurde da nicht der Versuch unternommen? Ja, es wurde vom Spiegel vermutet und man hat dann ein Jahr recherchiert, ob ich da nicht, weil ich war ja auch schon historisch, einer meiner besten Freunde war immerhin der Sohn des Präsidenten Liberias, der ermordet wurde. Dieser Präsident wurde ermordet. Und wir haben zusammen eng bei Merrill Lynch gearbeitet in New York. Also so gesehen hatte ich schon eine sehr bewegte und enge Beziehung zum Land. Ja. Aber andererseits, man muss sich von diesen Bereichen entfernen, von diesen Machtbereichen. Es bringt uns nicht weiter. Der Bedarf war so elementär. Jetzt sagen Menschen, dass Sie mit 300 Millionen aus Ihrer Firma in Los Angeles weggegangen sind. Und man fragt sich, gibt es das Geld noch? Also, waren es 300 Millionen? Ich wünschte, dass die Leute, die das vermuten, mir sagen, wo es ist. Dann könnte ich mir eine Krankenversicherung leisten, was bei multipler Sklerose chronischer Art durchaus empfehlenswert wäre. Also ist definitiv nicht da. Ja. Oder ich habe noch offene sechsstellige Rechnung mit meinen Anwälten. Die können auch beglichen werden. Tatsache ist, dass ein hoher achtstelliger Betrag in der Schweiz eingefroren ist. Das ist Tatsache. So Gott will, wird er mal frei. Und dann habe ich auch gesagt, dann wird mindestens 90% karitativ eingesetzt. Achtstellig, das ist also ein zweistelliger Millionenbetrag. Genau, das können 10 sein oder 99, liegt irgendwo dazwischen. Und das gehört Ihnen? Oder? Ja, das ist absolut mir zugeschrieben, klar. Und das liegt da. Wenn wir gleich zurückkommen, dann müssen wir unbedingt über Fußball reden, denn ich könnte mir vorstellen, dass Sie das im Moment auch eng verfolgen, denn ja. Borussia Dortmund hat ja einen dollen Lauf seit ein paar Jahren und da mit diesem dollen Lauf haben auch Sie sehr viel zu tun. Das ist lieb, danke gerne. Ja, ich unterhalte mich mit Florian Homm über sein spannendes Leben, kann man wirklich so sagen. Und jetzt hier diese Bücher, die unterstreichen das auch nochmal. Herr Homm, wir müssen, um einfach mal Ihre Geschichte rund zu kriegen, müssen wir jetzt einmal noch darüber sprechen, dass Sie vor 3 Jahren in Deutschland im Fernsehen aufgetreten sind. Danach sind Sie nach Italien gefahren und dort hat man Sie dann verhaftet. Warum glauben Sie, dass damals die italienische Polizei wusste, dass Sie überhaupt in Florenz sind? Ja, das kann nicht so schwer gewesen sein, weil ich habe mit meiner Ex-Frau und meinem Sohn und seiner Freundin telefoniert und habe gesagt, ja, komm, wir sehen uns. Ich bin auch ganz normal unterwegs gewesen, hatte mich im Hotel eingecheckt, hatte meinen deutschen Pass dabei und war sehr, sehr neugierig, meinen Sohn zu sehen und seine große Liebe. Und die Susan, meine Ex-Frau, war der Chaperone, wie man in Englisch sagt, der Begleiter, ja. Weil die waren ja noch unter 18. Und dann wurde ich in den Offizien, ich hatte mir gerade das Bild des heiligen Florians angeschaut, das ist ja sehr ironisch letztlich, wurde dann 5 Squadra Mobile Agenten, das ist so die Eliteeinheit der Italiener, abgeführt in einem Wagen, der stand wie in einem James-Bond-Film direkt im Museumshof. Gleich mit Hände auf dem Rücken und Handschellen? Ja, Hände auf dem Rücken. Also es war nicht so richtig lustig, weil der Gesichtsausdruck meines Sohnes und meiner Ex-Frau war doch extrem verstört. Ja. Und jetzt geht es darum, und Sie haben da ein Buch geschrieben, 225 Jahre Knast. Darum ging es jetzt, denn die Frage war, liefern die Italiener Sie aus an die Amerikaner oder nicht? Und da haben Sie dann, ich glaube, über 2 Jahre da im italienischen Gefängnis gesessen. Ja, es war nicht ganz 1,5 Jahre. Aber die Sensation in diesem Justizskandal war, dass die Amerikaner so viel Macht haben in Italien und auch in Deutschland. Ich war der Einzige, außer Herrn Murnatz aus Bremen, der in Guantanamo verweilt hat. Ich saß in diesem italienischen Knast fast 1,5 Jahre, ohne dass jemals von den Amerikanern ein Auslieferungsantrag gestellt wurde. Ich war dort diese Zeit komplett freiheitsberaubt, ohne die geringste juristische Basis. Der einzigen Politikerin, der das aufgefallen ist, die sich da stark gemacht hatte für mich in der Zeit, das war die Sarah Wagenknecht, die hat darauf hingewiesen, ich bin ja auch multiple Sklerose krank. Also es ist auch kein Zustand. Mit dieser Krankheit sitzt keiner in irgendeinem deutschen Gefängnis. Ja. Ja. Dann wurden mir noch die Medikamente entnommen von der Gefängnisverwaltung.
Ich war mit mental ledierten, gewalttätigen Verbrechern in einer Zelle. Dann war ich in einer muslimischen Zelle. Dann hat man mich in Isolationshaft gesteckt, monatelang, mit nur Stahlmöbeln. Man wollte mich überzeugen, dankend und freiwillig nach Amerika zu gehen. Man versucht, mich dort zu brechen. Und dann haben die einfach die Untersuchungszeit verpennt und sie ja, zu lange... Ja, die US Marshals kamen dann, also es gab ja 5 Fehlentscheidungen, juristische Fehlentscheidungen, bis hoch zum italienischen Bundesverfassungsgericht. Und die Amerikaner, ja, die haben dann ihre US Marshals geschickt, die sollten mich da abholen und waren schon im Gefängnishof. Da fiel ihnen aber auf, den Italienern auf, ach, der Homme, der hat ja noch in Straßburg beim Europäischen Gerichtshof eine Instanz laufen. Also es ist noch nicht abgeschlossen. Ihr müsst jetzt wieder nach Hause. Da haben die US Marshals 2 Autos im Innenhof zusammengedreht. Die waren ja auch sauer, weil sie extra aus Los Angeles geflogen kamen. Ja, das war ein anstrengender Flug. Und den Homme durften sie nicht mitnehmen. Und dann wurde ich tatsächlich 35 Tage danach... Also ein Glück, dass Sie noch was parallel laufen hatten an Strafverfolgung. Ja, das war gar keine Strafverfolgung, das war eine Berufung. Wissen Sie, in Europa liegen doch die Haftstrafen, selbst die lebenslänglichen, bei 26 Jahren. Nun, in Amerika wollen sie 260 Jahre auf einem aufdonnern. Das ist nicht konform mit den europäischen Menschenrechten. So einfach ist das, ja? Genau, die wollen sie einfach nicht mehr rauslassen. Ja, ganz genau. Und das geht nicht konform, sonst sind wir der 51. Staat in Europa, Amerikas. Vielleicht erreichen wir das Ziel ja noch, wenn wir uns weiter so bemühen, Amerika in den Hintern zu kriechen. Ja? Jetzt sagen Sie mal, wenn Sie an Borussia Dortmund denken, heute, ja. Was fällt Ihnen da ein? Also man muss ja wirklich sagen, Ihnen haben 26% von Borussia Dortmund mal gehört. Und Sie haben Borussia Dortmund in einer Phase finanziert, als die Insolvenz vor der Tür stand. Also wie Sie das ausdrücken, Herr Van Hoven, das ist wirklich zum Schreien. Weil Borussia Dortmund erinnerte mich, wie ich eingestiegen bin. Leider war mir das nicht am ersten Augenblick auffällig geworden. Ein bisschen an Liberia, okay? Weil da waren ungefähr 40, 50 Millionen mehr Schulden. Das tut weh, die man nirgends erkennen konnte in der Bilanz. Und die Verluste waren auch um etliches höher. Das heißt, das Unternehmen war scheintot. Ja? Und 100 Finanzanalysten waren sich einig, Herr Homme hat seinen Verstand verloren. Ja? Warum nimmt er diesen Krüppel überhaupt noch auf, ja? Und versucht ihn zu sanieren? Die einzige Person in der gesamten Bundesrepublik, die gesagt hat, der ist nicht verrückt, das ist eine wunderbare Ironie, war Uli Hoeneß, der sagte, wenn ich im Alter vom Homme wäre und jetzt nicht bei Bayern verankert wäre, dann würde ich mich auch trauen, Dortmund zu sanieren. Und so gesehen, ich war nur bei 3 Spielen in 3 Jahren, also ich bin nicht wegen Ruhm da eingestiegen. Es war eher ein Unfall. Ich hatte die Anteile ganz günstig erworben von einem sehr bekannten Verleger. Interessiert Sie Fußball überhaupt? Ich habe ein bisschen gespielt in der Jugend und war bei einigen Eintracht-Spielen. Aber Sie sind auch kein Borussia-Fan in dem Sinne. Ja, ich wurde dann tatsächlich Mitglied und ich achte jetzt schon auch drauf, dass ich so ab und zu mal im Fernsehen spiele. Sehe in meinem sogenannten Exil war ich sogar im Stadion etwas verdeckt, weil mich das mittlerweile schon berührt. Auch diese Menschen da oben, die sind sehr direkt. Ja, ich hatte so kleine Morddrohungen. Dass Sie sich das getraut haben, ja, als Sie nun wirklich, auf Sie ist ja ein Kopfgeld ausgesetzt worden, das haben wir auch noch nicht besprochen, ja. 1,5 Millionen. In der Phase gehen Sie zum Fußballspiel bei Borussia Dortmund. Nun sind Sie nicht der kleinste Mensch, ja. Sie sind über 2 Meter groß und wagen sich da, also haben sich wahrscheinlich da in die Wand gestellt, wie man in Dortmund sagt. Südkurve ist Bestes, das Beste, was es gibt. Ja. Aber es ist auch, wie gesagt, eins meiner Lebensziele war jetzt nicht früher die Caritas oder die brüderliche, schwesterliche Liebe, ja. und das Gottvertrauen. Früher ging es mir um Lebensintensität und das ist ja doch sehr unterhaltsam letztlich, oder? Sie haben es auf jeden Fall für Borussia Dortmund geschafft, dass die also heute da stehen, wo sie stehen. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz über dieses Kopfgeld sprechen. Ja, da gab es ja so ein Video, wo ein Kopfgeldjäger, kann man ihn ja wahrscheinlich nennen, sagt, also, und im Hintergrund war ein Foto von Ihnen, mhm. Und da wurde gesagt, also wenn ihr mir den bringt, dann könnt ihr an diesen 1,5 Millionen partizipieren. Als Sie das zum ersten Mal gesehen haben, was haben Sie da gedacht?
Also zwei, drei Sachen. Erste Gedanke war, okay, geil, ich weiß wenigstens, was der Typ vorhat, ja, was da abläuft. Aber ich hatte diese Information sowieso schon, ein paar Monate vorher. Zweites Thema war, naja, das ist schon eine richtige Detektei. Das ist jetzt nicht irgend so ein Blabla-Unternehmung. Der Mann hat auch eine gewisse Reputation. Also ich muss es schon gewissermaßen ernst nehmen. Und drittens, eigentlich ist es scheiße, weil ich kann jetzt nicht mehr in der Botschaft in Paris wohnen. Da fragen mich schon die ganzen Mitarbeiter, was ich abends mache. Die haben mich sich überhaupt nie für mich interessiert. Und hatten Kontakt mit diesem Kopfgeldjäger. Also ich musste aus der Botschaft ausziehen in Paris. Das hat mir nicht gefallen. Und letztlich hatte er einen Informanten in der Familie, die bulgarische Hausgehilfin meiner Mutter. Mit der wurde also auch irgendwann mal ein Interview geführt. Irgendwann wusste man, wer der Maulwurf war. Hat er sie verraten? Ja, total. Ja, sollte ja auch in Paris irgendwann mal festgehalten werden. Ich fand das aber auch irgendwie skandalös. Es gibt zwei Gründe, warum ich diese Geschichte skandalös fand. Weil nur in den USA und in den Philippinen sind Kopfgelder erlaubt. Bei uns ist das Freiheitsberaubung oder Anstiftung zur Freiheitsberaubung kann mit bis über 10 Jahren Haft belohnt werden. Ja? Und das wurde einfach geduldet. Ja? Das ist super, klasse. Also ich setze jetzt mal ein Kopfgeld auf Frau Merkel aus. Wie wäre es denn damit? Ja? Es wird das auch geduldet. Und das war natürlich in der Phase, wo man gerade, also alle, die was mit Börse zu tun haben, sowieso als die bösen Menschen dieser Republik. Es ist trotzdem Freiheitsberaubung. Absolut, absolut. Aber deshalb hat wahrscheinlich keiner richtig Partei ergriffen. Ja, wissen Sie, das ist ja ein öffentlicher Aufruf zum Kidnapping. Und wo ist unsere Justiz? Ich weiß nur eins, wie ich dann in Italien war, und es war ein ganz großer Justizskandal, das war nämlich wieder Freiheitsberaubung. Da sagte unser Justizbereich und das Justizministerium, wir wollen den Amerikanern auf keinen Fall in die Quere kommen. Das ist so wie so Snowden-verdächtiges Verhalten. Wir müssen schon für unsere Rechte gerade stehen, sonst werden wir vereinnahmt. Siehe TIP und verschiedene andere Maßnahmen. Also, Ich bin nicht der Meinung, dass wir so autoritätshörig zu unseren großen amerikanischen Brüdern sein sollten. Herr Homm, Sie machen sich natürlich jetzt auch weiterhin Gedanken, wie es so mit unserer Wirtschaft aussieht, wie es sich unsere Wirtschaft bewegt. Sie stellen hier in Ihrem Buch Endspiel die Frage, beziehungsweise sagen Sie, wie Sie der Kernschmelze des Finanzsystems sicher überstehen. Also die Leute wissen alle, wenn sie das Geld auf der Bank haben, da gibt es dann wahrscheinlich jetzt irgendwann Minuszinsen. Und Börse ist ein schweres Risikogeschäft für uns Deutschen, immer noch sehr viel mehr als für Amerikaner. Amerikaner gehen an der Börse sehr viel lockerer um. Immobilien auch ganz schwierig. Also wenn ich an den Markt hier in München denke, dann ist er völlig überhitzt und es ist wahnsinnig teuer. Wie überstehe ich denn jetzt Finanzsystem? Das Buch habe ich geschrieben, im Gegensatz zu meinen 30-jährigen Berufstätigkeit, jetzt für, das fing an mit Azubis, Auszubildende, geht über Rentner, geht über Beamte, also Leute, die nicht enorme Mittel haben, in kleinere selbstständige Unternehmen bis zum Vermögenden. Ja. Das heißt, die ganze Palette ist da. Aber sie dürfen natürlich in diesem Umfeld nicht das machen, was die Regierung von ihnen will. Dass sie jetzt blindlings Geld ausgeben, damit die Wirtschaft künstlich beatmet wird, ja, und floriert. Sie müssen eher darüber nachdenken, wie sie sich etwas vereinfachen. Man sagt, würde in Englisch sagen, back to basics. Brauche ich den Neuwagen? Garantiert nicht. Ja. Brauche ich die Bild-Zeitung und meinen Sky? Ich rede jetzt über die unteren Vermögensschichten. Ja. Oder kann ich die mit 3 oder 5 Leuten teilen? Ist es nicht sinnvoll, wenn der Sohn noch etwas länger bei uns im Haushalt untergebracht ist, anstatt dass er für 600 oder 700 Euro von uns durchgefüttert wird in einer Studentenwohnung? Also Sie sagen, dann hat derjenige mehr Geld, weil er weniger ausgibt. Ja, und er darf auf keinen Fall das machen. Die Regierung will ja schon das Bargeld einschränken. Ja? Das ist doch ein Fluchtmodul. Dann nehme ich doch lieber, wenn ich Bargeld habe, ein paar Dollar, ein paar Schweizer Franken, weil dann können sie meine Euros nicht einziehen, weil ich diese habe. Aber was machen Sie denn damit? Ja, das ist doch ihre Optionalität. Sie müssen sich doch noch bewegen können. Sonst werden sie bemobst und beklaut. Das nennt man Finanzrepression. Das ist die ultimative Masche, wenn ich mir zu hohe Schulden habe und zu viel Geld ausgebe. Okay, also keine Schulden. Das muss man ihnen klauen.
Und jetzt gehen wir eine Stufe weiter. Hm. Sagen wir mal, da ist einer mit 100.000 Euro. Also 100.000 Euro ist schon eine sehr, sehr gute Größe, um diese Krisen zu bewältigen. Ich sage auch bei kleinen Vermögen, kaufen Sie sich doch Zehntel Krügerrands. Das stand auch im Buch drin. Die beste Performance aller Asset-Kategorien, Anlagekategorien dieses Jahr ist Gold. Ja? Ich wünschte, die Leute würden das ernst nehmen und dieses Buch sich genauer anschauen. Hier kann ich auch zum Beispiel wir sind ganz überzeugt, dass der Yen als Währung einbricht und die erste große Weltwährung sein wird, die nichts mehr wert ist. Ja? Das heißt, ich kann Yen Anleihen auf Bässe spekulieren, ich kann auch auf den fallenden Yen spekulieren. Das sind natürlich sehr detaillierte Empfehlungen zum Teil, aber desto größer das Vermögen, desto mehr Flexibilität besteht. Ja, ja klar. Also das ist Euro, wo sehen Sie den Euro in Zukunft gegenüber dem Dollar? Die vernünftigste Lösung für den Euro ist eine Zweiklassengesellschaft. Bin ich gegen den Euro? Aber wir hatten auch lange Zeit früher diese Währungsbarriere, Benchmarks, in denen Länder auch abwerten konnten. Es ist ja empfehlenswert, dass Griechenland abwerten kann, wahrscheinlich auch Portugal, Italien, Spanien, womöglich sogar Frankreich. Und die Flexibilität haben wir heute nicht mehr. Also ich bin nicht sicher, ob der Euro überleben kann, genauso wie ich mir nicht sicher bin, ob Schengen überleben kann. Würden Sie sich eine Prognose trauen, wie der Euro gegenüber dem Dollar in den nächsten 2 Jahren sich entwickelt? Solange Herr Draghi weiter am Geldhahn dreht, ohne dass sich in der Wirtschaft irgendetwas tut, wird der Euro schwächer sein als der US-Dollar. Ganz einfach. Und der Euro wird stärker sein als der Yen und der US-Dollar auch stärker als der Yen. Lassen Sie uns nochmal über die Börsenkompetenz von Ihnen sprechen. Wenn jetzt sich jemand fragt, soll ich in Aktien investieren? Welche Kategorie sehen Sie? Wo würde es Sinn machen? Also es wird einen riesigen, wie gesagt, deswegen habe ich das Buch geschrieben, aber wird eine riesige Divergenz geben zwischen den Sachen, die wir brauchen, natürlich jetzt mal Medikamente dazu oder auch Wasser, ja, Nahrungsmittel, ja, oder einfache Bekleidung, bezahlbare Bekleidung und den Sachen, die wir wollen, ja. Das sind Luxusautos und Yachten und teure Gemälde und moderne Kunst. Das brauchen wir nicht zum Erleben. In dem Bereich kenne ich mich auch aus. Und diese Divergenz, das ist elementar, das ist sehr sekundär. Da möchte ich nicht positioniert sein, weil diese Luxusgüter können Sie in einer wirtschaftlichen Kernschmerze, können Sie da mal ruhig mal ein Jahrzehnt drauf verzichten. Das brauchen Sie nicht dringend zum Erleben. Das ist ganz wichtig. Wenn das einigermaßen günstig ist, dann kann ich da auch investieren. Aber hier bin ich als Bessier, als Leerverkäufer daran interessiert, am Niedergang dieser Werte zu verdienen. Jetzt erlebe ich Sie als einen sehr rationalen Menschen. Ja. Und plötzlich hört man von Ihnen, nachdem Sie aus Italien zurückgekommen sind, Sie sind ein gläubiger Mensch, kann man sagen, geworden, oder? Also vorher haben Sie sich mit Glauben, Religion nicht so intensiv auseinandergesetzt. Das ist jetzt bei Ihnen so entstanden. Kann man Ihnen glauben, dass Sie glauben? Wissen Sie, das ist doch logisch. Ich wünschte, die Leute, die diese Frage stellen, einfach ganz logisch an das Thema drangehen. Wenn ich ein nach wie vor wirtschaftlich orientierter Mann bin, dann verschwende ich jetzt keine Zeit mit christlichen, karitativen Themen. Das hält mich doch nur von meiner Wiedergeburt als Kapitalist, merkantiles Genie ab. Dann halte ich die Klappe, mache meine Geschäfte, schicke irgendwelche Frontmänner nach vorne, die das für mich durchziehen, baue mein Vermögen wieder auf. Verschwende keine Sekunde in einem Fernsehinterview. Ich war 5 Jahre lang in diesem sogenannten Exil, da gab es keinen Pups von mir zu hören. Also ich habe jetzt nicht das mediale Verlangen, mich hier breit zu schlagen und breit zu machen. Keineswegs. 5 Jahre gab es keinen Piep. Das ist so fundamental, weil, wie gesagt, 225 Jahre Knast, es ist gut dargestellt. Es gab diese Phase, ich hatte 2 Pillen von mir aus der Schweiz. Da war hier links die Liste, wie die Gründe, warum ich mich umbringen sollte. Hier die, warum ich weiterkämpfen sollte. Ich hatte ein super, super bewegtes Leben, auch gute Beziehungen gehabt lange Zeit. Und hier stand auf der anderen Seite, ja, du wirst im Gefängnis sterben. Höchstwahrscheinlich. Und du wirst die letzten 30 Jahre mit den schlimmsten Verbrechern der Welt verbringen. Und wann kam die Mutter Maria?
Ich hatte, hatte so ein kleines Buch, ich zeige das jetzt mal, ich mache jetzt keine Werbung für Profit, okay? Wenn Sie es mir geben, dann halte ich es mal hier so in die Kamera. Und dann, was ist das überhaupt? Die Botschaften der Barmherzigkeit der Jesusmutter Maria für die Welt. Okay, hier, das ist. Ich war derartig down und ich lief schon an Krücken im Gefängnis. Ja. Und hatte mir sehr, sehr ernsthaft überlegt, also relativ rational, weil Suizidäre machen jetzt nicht mehr so Listen, ja, und Wahrscheinlichkeiten. Und hat gesagt, also lieber Tod als 30 Jahre Folter. Nochmal. Und diese Botschaften haben mir jeden Tag etwas Stärke gegeben, etwas Zuversicht gegeben. Mhm. Und man ging also jetzt von der Rationalität in das Vertrauen über. Ich hatte keinen Grund zu glauben, dass ich der Erste bin, der nicht seit 30 Jahren nach Amerika ausgeliefert wurde. Ja. Der Erste. Ja. Herr Homm, ich habe einen Fehler gemacht, dass ich dieses Thema zu spät angesprochen habe, denn unsere Sendung ist zu Ende. Und ich danke Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich, dass Sie uns mal durch Ihr Leben geführt haben, durch ein richtig spannendes Leben. Ich bedanke mich. Wenn Sie das mehr interessiert, gehen Sie auf meine Webseite florianhomm.org. Vielen Dank. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven.